Peace, ihr Schützenjäger, und willkommen zurück bei Let's Play DayZ Banditen wie wir. Wieder mit am Start, der Forscher Hanno. Hallo. Die lässige Mister. Moin. Der Psychopath Marco. Morgen. Und der unsichtbare Ayo. Hallo. Ja, wir hocken hier immer noch, wo wir letzte Folge, also wir haben uns keinen Zentimeter bewegt, Leute, ihr habt keine Sekunde verpasst. Wir hocken hier immer noch im Hafengebiet, Mister ist irgendwo auf einem Hochstand. Ist das wieder Marco da hinten? Hayo ist tot. Beziehungsweise ja. Bambi und Marco ist da hinten gerade in der Halle. Und wir außerhalb der Halle, oder? Ja, ich wollte gerade schießen, ich dachte. Ja. Die sprechen ja nie, die sagen uns ja nie, wo sie sind. Wie Leute, wir können immer nur das Gleiche sagen: hier wird geschossen, wir sehen aber nichts. Jo. Wie immer. Hier wird Sniper-Schüsse. Mhm. Und Hayos Mörder. Ja, aber von weiter weg. Hayos Mörder konnten wir. Oh, hier ruckelt es gerade bei mir, aber ordentlich, Leute. Vielleicht ist wer in der Nähe. Wo seid ihr denn? Ja, hinter dir. Hinter dir. Ja. Zu dir. Das und Hayos Mörder haben wir nicht bekommen. Irgendwie. Da kommt ein Spieler auf der Straße. Ja? Ja, mit Waffe in der Hand. Okay. Der backt aber ganz schön. Okay. Haltet schon mal drauf. Hanno, du machst da, ich gehe links weiter. Hast du? Nein. SKS-Schütze. Oh, der hat mich erwischt. Was ist denn das? Der ist voll rumgeglitscht. Alter, was ist denn hier los? Der ist voll rumgeglitscht um die Ecke. Der ist in meinem Haus geglitscht. Oh nein. Wer schießt hier gerade so heftig? Alter. Ich. Okay. Kriegst du den noch? Ich konnte gar nicht schießen, so ist der rumgegangen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Der macht mich nur alle. Wo ist der denn? Bist du tot? Nee. Ich hab den x-mal getroffen. Ich weiß gar nicht, warum der nicht tot war. Ja, der ist auch bei mir um die Ecke geglitscht. Der war auf einmal da. Wupp. Ja, und dann... bei mir war er im Haus mit geschlossener Tür. Lebst du noch, Marco? Ja, unconscious. Ich bin der. Ich seid bin ihr tot. Noch immer an diesem. Ja, komm mal schnell hin. Der hat die Beine gebrochen. Ja, wir sind auf dem Gelände. Der hat die Beine gebrochen, das weiß ich. Ey, wie konnte denn ich. Ich konnte gar nicht schießen, so schnell war der. Der war so schnell, der war. Stopp, um die Ecke. Du musst das mal mir mal angucken, das ist noch viel krasser. Der ist auch schon die ganze Zeit über den Boden geglitscht, ne? Jetzt bin ich tot. Ich weiß nicht, ob der nur. Ob der Buggy ist. Ja, ich bin hier hinten. Immer noch oberhalb des. Ja, lauf da hin, du musst da hin sprinten. Ich weiß doch gar nicht, wo ihr seid. Hm. Im Hafen. Da stehen jetzt drei okay, jetzt bin ich auch tot. Hafen. Im Eingangs, wo der Eingangsbereich ist, das Schild, da sind wir ungefähr. Von Camille Chauveau aus. Ey, das ist mir unbegreiflich. Der ist echt bei mir weiter nach links, seid ihr raus? Ihr wart doch vorhin noch bei dem Silo. Oh nein, ich bin bei Cerno. Ja. Wir sind auf dem Gelände innerhalb, wo der Silo ist. Und da auf links auf der Ecke, Richtung Elektro. Da ist dieses kleine Häuschen. Nein, ja. Häuschen oder was ich bin nicht bei Cerno. Da bin ich oberhalb. Ich bin bei Berezino. Ja, vielleicht siehst du da nichts. Da liegen wir, müssen wir alle liegen. Marco, glaube ich, in dem Häuschen. Ja. Und ich davor. Und der Typ auch. Nee, ich weiß nicht, liegt er da noch? Musst ich du weiß es nicht, ich kann nicht so hoch gucken. Ja. Ja. Leute, dauert Ertränken lange? Er hatte die Beine gebrochen, das war die Chance. Aber jetzt sitzt wahrscheinlich, wird er sich wahrscheinlich gerichtet haben. Was mache ich hier denn? Ja, ich guck einfach. Ich will meine Sachen wieder haben. Ey, dann lassen wir uns von allen essen. Oh, der hatte sich schon leer geschossen. Das ist ja auch das Peinliche. Der lag da vor mir. Mhm. Beziehungsweise ich habe ihn getroffen, dann hat er die Beine gebrochen. Der lag da vor mir. Ich schieße auf den Boden auf den die ganze Zeit. Mhm. Offenbar immer daneben mit meiner scheiß AKM. Wie, als der erste Blickkontakt war, als er um die Ecke kam bei dir, ne? Ja. Da hast du ihn schon getroffen. Aus der Lücke. Da genau. Da habe ich ihn, glaube ich, nicht getroffen. Und dann ist er rumgekommen. Dann hat er mich ja erledigt sofort. Ja. Kann sein. Ich bin dann da hinterhergelaufen. Und dann habe ich auf ihn geschossen, da habe ich seine Beine getroffen. Da habe ich auch das gehört, da lag er auch. Hm. Und ich habe gehört, dass er leer geschossen hatte. Er hatte eine SKS, die hat er leer geschossen. Und wie bist du dann noch umgekippt? Ja, das will ich ja erklären. Er lag dann am Boden. Ich wollte ihn finishen. Schieß auf den wie ein Bekloppter. Und ich sehe ihn, wie er nachlädt. Die Nachladeanimation, obwohl er am Boden liegt. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Da muss doch jetzt jeden Moment tot sein und seine Waffe dann in der Luft schweben. Passiert und passiert nicht. Und irgendwann hat er dann fertig geladen, schießt und ich verloren. Hä? Ist der unsterblich gewesen oder was? Also hier liegen drei Leichen. Nee. Megaleck. Ja, bei mir. Entweder Megaleck, drei Leichen. Ja. Ja, Marco, Jayla und ich. Ja. Obwohl Marco ist im Haus. Ich bin im Haus. Ja, dann liegen drei Leichen draußen. Und im Haus und auch eine rein? Auch, eine drin. Ja, dann ist er auch tot, guck. Dann hat aber dann hole ich jetzt, ich ziehe jetzt das Loot weg, wenn ich kann. Ja, bitte. Mir. Also das hätte mich auch gewundert, wenn er das überlebt hätte. Also, aber dass er noch auf mich schießen konnte, das war ein Unding eigentlich. Ja, bei mir war es. Achso. Willst du erst mal erzählen, was? Ja, bei mir war stand er im Haus drin, bei mir.
Hat mich von hinten erschossen. Ich stand da hinten ganz in der Ecke. Wie ist denn der ins Haus gekommen? Ja, das mit geschlossener Tür. Die Tür war ja geschlossen. Die habe ich jetzt zugemacht. Ja, weil das Lustige war, bei mir war es so, ich habe Hanno schießen hören, ne, durch die Lücke. So, dann war er so, also in ein paar Sekunden, noch nicht mal, das war eine Millisekunde oder so, kam er dann um die Wasser? Ecke. Warte mal, ist einer von euch da im Wasser hier? Ja, ich bin tot jetzt. Ich habe mich getötet. Ich habe mich da gerade ertränkt. Weil ein Zombie am Strand? Weiß ich nicht. Nee, ich war in Beresino. Der Charakter ist jetzt weg. Das warst du. Ja, weil Beresino. Ja, bei Beresino, bei der Baustelle war ich da ungefähr. Nee, Beresino war das nicht, okay. So, und dann war der sofort um die Ecke geglitscht. Also der ist im Prinzip geslidet so, aber teilweise auch wie teleportiert, so sah das aus. Und dann hat er den Waffenbug die ganze Zeit bei mir gehabt. Ich hatte schon gerade geschossen und dann war ich schon tot. Also ich habe im Prinzip schon abgeschossen, aber ich war schneller tot, als dass ich überhaupt schießen konnte. Das war echt merkwürdig. Ja, also der war nur draußen, Marco, der hat dich, das habe ich glaube ich gesehen, der hat dich durch den... Hier ist ein LKW. Durchs Fenster erschossen. Aber wie soll der uns denn auch vorher gesehen haben? Wir waren um die Mauer. Der muss ja vorbereitet gewesen sein. Wie hat er das denn gewusst? Wahrscheinlich hat ihn vielleicht jemand gesehen. Er hat uns gesehen und hat ihn gesagt, da sind sie. Und dann hat er gesagt, ich laufe da mal hin. Meinst du? Kann sein. Oder er ist einfach nur aufgescheucht geworden durch meine Schüsse und wusste dann sofort, wo sie herkam. Ist nach links gelaufen, euch da gesehen und sofort losgeballert wie ein Kloppter. Also er hat ja seine 10 Schüsse, wie gesagt, alle weggeballert. Der hat auch drauf gehalten. Ja, aber wie denn? Wie hat der uns drei denn umgemerzt? Das kannst du mir doch nicht sagen, ey. Das ist doch echt... Ich glaube, ich bin in Solnitschny. Da weißt du, wie schlecht wir sind. Ja, aber das kannst du mir nicht sagen. Ey. Wir waren voll vorbereitet hinter der Mauer. Der hatte eine AK, ne? Nee, der SKS. Nee, das war Hanno mit der AK. Bingo. Sag mal, konntest du wenigstens die Waffen von uns wegziehen, Mister? Ja, ich bin gerade dabei. Ich nehme gerade alles weg. Hier ist gerade ein LKW vorbeigefahren und der hat auch gleich Schüsse gezogen. Ich glaube, ich bin Solnitschny. Das ist noch auch eine Ecke, ne? Das bringt nichts, oder? Ich glaube, ich stürze mich hier nochmal. Ja, Mann, Zombie, mach mal schneller hier. Also, ich bin südlich von Solnitschny gespawnt. Ich bin jetzt in Tulga. Solnitschny ist auch das, wo der Silo ist, ne? Ja, das hatte ich in Entfernung gesehen. Da, wo auch der Stein der Steinwerk ist, das ist Solnitschny, ne? Hallo? Ja. Ja, genau. Ja, sorry. Der Stein. Ja, ich war gerade in Gedanken woanders. So. Sorry, Leute. Oh, was war das denn gerade für ein Blitz? Das ist so krass, ey. Ich komme da immer noch nicht drüber weg, dass der nicht noch im Stadt. Ich komme nicht drüber weg, dass ich nicht mal eine Chance hatte zu reagieren. Dabei war ich ja vorbereitet auf den. Deswegen, wie schnell hat der mich denn... Der ist um die Ecke geglitscht und hat schon schießen können, obwohl ich ja vorbereitet war. Ich hatte schon die Waffe angelegt und auf ihn gezielt. Wie konnte der denn vor mir mich erschießen? Das war mir ein Rätsel. Das war mir so ein Rätsel. Der ist um die Ecke geglitscht, war da und ich war tot. Ja. Mehr war da nicht. Ich bin in Cherno, scheiße. Jetzt scheren ist doch kein Problem. Ja, ich lauf los. Ja, Mister, pass aber auf, wenn der dann... Ja. Wahrscheinlich war der wirklich nicht alleine. Wie kann der denn sonst uns... Der konnte uns nicht vorher sehen. Der konnte nicht auf uns vorbereitet sein. Ja, oder er wollte einfach da durchrushen und dann durch die Schüsse, die ich abgegeben habe, sofort von der Seite von ihm, wenn das ein erfahrener Spieler ist, der weiß sofort, wo die Schüsse dann herkommen. Der läuft links rum. Ist wahrscheinlich der erste Fluchtinstinkt dann auch, links rum. Um die Ecke halt irgendwie laufen und dann hat er euch da stehen sehen und sofort losgeballert. Ja, aber Hanno, ich hatte die Waffe im Anschlag, war darauf vorbereitet, auf ihn zu schießen. Wie schafft er es denn unvorbereitet, sagen wir mal aufgescheucht, mich zuerst zu erwischen? Das ist doch unmöglich. Wenn man ganz nah ist, braucht man einfach nur noch drücken und dann trifft man, wenn man Glück hat. Weiß ich nicht, vielleicht... Musst du mal mit dem Zombie ausprobieren, da geht das auch. Da brauchst du nicht mehr gezielt auf den Zombie, da brauchst du einfach nur ballern und dann fällt der um. Ja, vor allen Dingen, manchmal erlebt man das in so einer Schrecksituation halt anders, als wenn ich mir das im Schnitt nachher angucke, denke ich so, ey... Natürlich hat er dich ja gekriegt. Ich werde mit Sicherheit bei mir dann auch, wenn ich das hinterher angucke, sehen können, wie ich super oder wie super meine AKM wahrscheinlich ständig auch immer verrissen hat, als ich auf den Boden geballert habe. Ja, das geht schnell. Und ständig bei ihm vorbeigeschossen wurde. Spieler beim Kraftwerk. Oh, hier wird geschossen. Und zwar wieder mit Winchester. Hanno, ich bin übrigens auch bei Cherno, also ich bin dir auf dem Fersen sozusagen. Oh Gott. Ja, und was noch etwas war, der war auch etwas dann im Boden gebackt bei mir, schien das so. Also der war so halb im Boden, als er lag, ne, als er die Beine gebrochen hatte. Und vielleicht lag es auch daran, dass meine Schüsse ihn nicht treffen konnten in dem Moment, keine Ahnung. Das Lustige war, der ist ja schon auf der Straße geglidet, also geslidet so. Bei mir ist der nie gegangen, der ist nur geslidet bei mir. Bei mir lief er da noch. Nee, bei mir ist der nur geslidet und hat einen Waffenbug. Ja gut, aber das ist dann dieses Ding oder so. Einmal bitte ruhig. Ja. Hier geht's aber ab jetzt. Also Winchester aus Richtung Norden
und SKS kam gerade von Richtung Küste. SKS? Hallo? Ja, der Typ ist ja auch tot, sagt Mister. Der lag da ja auch tot. Ja, im Norden, im Norden ist der Bambi. Den haben sie gerade weggeknallt. Okay. Beim Kraftwerk. Die. Oh, Leute, ey. Ja, da sind wieder welche, die sind nachgerückt. Irgendwo von Richtung Sniperhügel müssen die jetzt wieder runterkommen. Das der einzige Trost, dass es ihn auch noch erwischt hat, wenigstens. Das wäre auch echt der Super-GAU gewesen. Ey. Ich möchte auch mal jemanden töten. Bis auf einen unbewaffneten Bambi habe ich noch nichts getötet in dieser Reihe. Oh Mann, ey. Mister, wo bist du denn? Ich bin in dem Wachhäuschen. Ich werde üben, Leute. Ich werde üben und ich werde wiederkommen. Und dann bin ich der Oberpro. Das ist natürlich super. Ja, das ist aber wirklich so. Shooten. Muss ich auch noch wieder was essen und trinken? Ach du Scheiße. Habe ich schon gar nicht mehr beachtet. Ich habe bis jetzt noch nicht mal was zu essen gefunden. Ich suche auch nichts zu essen, Mister. Ja, Scheiße. Nein, ich bin tot. Ich bin das. Ich hab doch gesagt, ich bin noch schon da. Boah, wärst jetzt aber bald gewesen. Mister, du hast uns aber ausgezogen, ja? Ja. Alles? Ja. Also Rucksäcke und so? Ja. Okay. Ja, weil dann brauche ich nichts zu essen zu suchen. Dann laufe ich jetzt straight durch und ist aber mir alles ruiniert, das der größte Teil. Ja, hauptsache die Waffen. Essen und so ein Kram. Ich habe alles weggezogen, müsste gucken. Die Leiche. Ja, notfalls habe ich jetzt noch nicht versteckt. Ah, egal. Ich laufe jetzt einfach. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. Fuck you, pass auf da vorne am Fenster, ne? Da können die vom Sniperhügel aus runtergucken. Mhm. Hanno, wo läufst du denn lang, um rein in die Stadt zu kommen? Ich laufe gerade an dem markanten Berg vorbei. Ich weiß, welchen du meinst. Aber wie willst du in die Stadt laufen? Hast du schon einen Plan? Nö, ich laufe da einfach durch. Einfach, Ja, am Strand, Kamikaze, ne? Am Strand werde ich langlaufen. Okay. Ich finde auch, Strand ist immer eine sehr sichere Variante. Ja, da bist du auf jeden Fall geschützt vom Sniperhügel, das schon mal. Von der rechten Seite natürlich dann auch. Oh Gott, hier kommen gleich die Sümpfe. Lauf, Forest, lauf. Ja, Leute, so, das ist eine Anleitung. Ihr habt gesehen, wie man stirbt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war das auch wieder ein Fehler von mir, dann aus der Lücke da loszuschießen. Wir hätten ihn vorbeilaufen lassen müssen und dann in den Rücken schießen. Ja. Es sei denn, aber er war schon vorbereitet auf uns. Das ist ja wieder die Frage, ne? Aber dass die Sachen draußen liegen, ist auch kacke, ne? Irgendwie, ne? Da kommt ja keiner in die Ecke. Hier hockt ein Bambi auf dem Boden. Direkt auf uns zu. Achso, der kann nicht hinterm Haus, kann er nicht lang, oder was? Der hat sich gerade selbst umgebracht. Hinterm Haus sind die Mülltonnen. Ich glaube, da kommst du nicht durch. Sorry, Dude. Also ich kam da gerade nicht durch. Müsstest du probieren. Oh, geil. Du musst also hier vorne rum, so wie du ja auch gerade. Musst du ausprobieren. Ich habe gerade jemanden bei seinem Selbstmord zugeguckt. Das war sehr amüsant für mich. Das ist auch die geilste Reaktion, weißt du? Jayla sieht, wie jemand sich umbringt. Was Erste, was er macht, ist Lachen. Kommt man nicht durch, ne? Oder? Nee, kommst du nicht. Genau, der muss hier vorne rum auf jeden Fall. Ich wollte den erst boxen, aber dann habe ich gesehen, dass es schon vorbei war. Sei mal ruhig. Was denn? Ja, hier hat doch jemand gerufen gerade, oder? War ich vielleicht. Der Sniper-Hügel macht mich mal. Ich zieh mir mal eine Pudelmütze an. Ja. Oh, da hätte jemand gerufen. Ich bin voll der krasse Gangster-Bandit. Ich habe eine Pudelmütze. Aber ich kann meine Waffe eigentlich ziehen. Ja, siehst du. Neuer Charakter, neue Waffe. Neuer Charakter, neues Glück. Ja, jetzt kann ich wenigstens alles aus meiner Taskleiste ziehen, weil vorher. Bist du denn auch bei uns an den Leichen, Marco? Du kannst dich natürlich da bedienen von mir aus, ne? Also, nur eine Waffe. Oder dann noch die SKS von ihm. Oder die SKS von dem Gefallenen, genau, von dem Sack. Ja, wäre schon cool. Ja, aber viel hatte er da. Ich hab den so geballert, da darf auch nicht mehr viel haben. Was ist denn das? Munition auf Null? Hier sind immer nur da Munition drin. Ja, ist ein Bug. Keine Munition, aber jede Menge SKS-Munition, eine SKS. Eine SKS, dann nehme ich die. Ja, nimm die. Und die High Capacity West sieht auch noch gut aus. Ja, und die nehme ich auch. Oder ist das Hannos Kram? Ich glaube, es ist meine, die High Capacity. Meine High Capacity war ruiniert schon vorher. Ich habe eine grüne gehabt. Hast du eine Pistole drin gehabt, eine Makarov? Nee, dann ist das seine. Er hat dann, aber die High Capacity West sieht richtig gut aus, ne? Ja. Warte, ich nehme jetzt einfach mal Hannos Waffe in die Hand hier, nicht, dass sie verschwindet. Was kann nicht sein, Hanno? Ja, das ist die Weste, war doch so toll. LKW. Oder ist das mit Jailers Weste? Ja, aber ich dachte, so wie ich den verballert hab, sollte ich alles ruiniert sein. Doch, ich höre ihn, ich höre ihn. Ah, Mensch. Oh, da vorne ist ein Zombie, also nicht so viel bewegen. Wo kommt der LKW her? Hier vorhin nehme ich schon einen entlang. Wo bin ich hier? Ich bin im Sumpf des Todes.
Ja, sonst ist alles hier ruiniert, ne? Hallo, wo bist du denn? So, Achtung, LKW müsste jetzt gleich hier irgendwo ankommen. Mit Lauter. Zwischen Kommt Kami aus Elektro. Und kommt aus Elektro. Elektro. Zwischen Kami und Elektro. Also da, wo du zuletzt getötet worden bist. Genau, auf Höhe von Oatmeal. Dann lauf auch dahin, wo Mr. und Marco sind. Da gibt's genug Sachen. Der östliche Hafengelände. Da gibt's genug Sachen. Ja, wieso? Also können wir ja ruhig aufteilen. Hauptsache, lass uns eine Waffe für jeweils da. Ja, ich hätte meine Waffe schon gerne wieder. Ich habe jetzt seine AK in der Hand, hallo, damit sie nicht irgendwie verschwindet. Wo ist denn LKW lang gefahren? Hier links rum. Ach da, okay. Da haben also auch aber jetzt ist Stille. Gerade eben haben nicht ein paar Sniper gleich drauf geballert. So, ich laufe in Elektro ein. wie so ein Schiff. Ich laufe in Elektro ein. Die AIDA läuft in den Hamburger Hafen ein. Dann lass mal wieder ins Haus gehen, lieber. Das ist sicher irgendwie. Ich überlege gerade, ob wir den Rucksack irgendwie mit reinnehmen. Von Hanno. Das ist noch einigermaßen. Na, Jailers Rucksack. Also, wenn ich hier alle durchkomme, bin ich ja gleich da. Das dauert ja okay, nur dann 3 Minuten. Ich bin auch unterwegs. Der LKW kommt jetzt gleich bei mir vorbei. Okay. Da kommen wir das rein. Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. Muss natürlich noch im Hafengebiet vorbei. Das ist natürlich. Essen und Trinken wäre immer nicht schlecht. Ja. Das Dumme ist das Fenster hier zum Sniperhügel. Das geht mir voll auf den Sack. Ich laufe auch gleich in den Hafen ein. Ja, geht doch an die Mauer, da wo ich immer stand, in die Ecke direkt. Ja, wir sind jetzt in der Hütte. Haus. Ja, in der Hütte. Hier kann doch vom Sniperhügel jemand sehen, ist klar. Fühlte mich da in der Ecke da an der Mauer direkt immer sicher, weil vom Sniperhügel konnte ich da keiner schießen. Und den Rest hast du recht gut im Blick gehabt. Ich gehe da auch wieder hin, das ist mir irgendwie lieber. Ich mach die Tür hinter mir wieder zu. Naja, ich bleib hier drinnen. Ja, geh weg. Ich bin echt so ein bisschen, ich bin richtig irgendwie... So, ich bin jetzt am Haupthafen, ne, an dem Hafenbecken von Elektro. LKW kommt zurück. Düt. Ich hab natürlich einen roten Dryback auf, ey. Einen roten Dryback? Ja. Oh, das kennen wir doch. Das ist bestimmt der Penner. Nee, rote Dryback hatte er nicht. Der hatte einen Mountainbackpack. Ach, stimmt, der hat einen Mountainbackpack. Ach so, alles okay. Dann ist er kein Wichser. Ja, es kann ja sein, dass er das Feldweg irgendwie hier in der Nähe Kleinstadt, wo er sich einen LKW geholt hat. Halt, das ist dann nur manchmal Wichser. Ja. Aber das Lustige ist, eigentlich sind ja alle potenzielle Gegner, also sind ja... Ja sicher, ist doch so. Ja. Immer so sehen, in den Augen der Gegner sind wir auch die Arschlöcher. Ist halt so. Ja, ist halt so. Der Wichser steht da um die Ecke. Mit Doppel-X, ja. Mhm. Leute, Wichser ist ein böses Wort, benutzt das nicht so oft. Er macht es auch nicht so oft. Ja. Da kann ich nicht mitsprechen. Macht doch so oft, er wollte, ist mir doch wurscht. LKW kommt. Ist doch gesund. Wie kann man den LKW stoppen? Blind. Mach das nicht zu oft, sonst wirst du blind. Wer hat das denn erzählt? Wer hat das denn gesagt? Echt? Ich habe immer nur gehört, Rauchen macht klein. Der hält hier an. Also, dass man klein bleibt. Der hält an. Ruhe. Ja, ist ja gut. Und da hat jemanden rausgelassen. Sorry, ich bin blöd. Da läuft ein Bambi. Die werden am Förderhaus hier gucken. In die Scheune und Zombie hinterher. Bei euch da, wo wir erschossen worden sind? Ja. Wenn du über die Bahnschienen gehst, da läuft jetzt ein Bambi am Strand entlang, Hanno. Ich laufe auch am Strand gerade. Ja, der kommt dir jetzt entgegen. Der ist jetzt an dem Futterhaus, an diesem viele Fensterhaus da. Was macht der LKW? Der haut nicht ab hier. Ja, sie haben auch einen Zombie am Arsch. Ja, dann habt ihr gleich zwei. Oh, scheiß, also der ist jetzt zum Strand. Dann so hinschieben. Was macht der LKW denn? Warte mal. Ach, sorry, Leute, ey. Das ist mal gucken, der LKW kreist hier noch irgendwie. That's the chaos. Jetzt ist er weg. Der hat den Bambi ich direkt hier. LKW. Oh, Schüsse? Das habe ich nicht gehört, aber den LKW höre ich. SKS-Schuss. Ich will meine Sachen wieder haben. Die sollen sich da mal verpinkeln. Oh, Schüsse aus dem Ort. Oh. Ja, und ordentlich, aber. Ordentlich. Ja, der wird auf den LKW schießen. Da rotzt es raus aus allen Löchern. Der LKW ist in der Stadt gerade in Elektro. Also ist nicht auf euch. Ich höre ihn. Glaube ich. Er schießt definitiv auf den LKW. Ja, wie stoppt man den denn? Durch die Frontscheibe? Ja, ist egal. Ich will erstmal meine Sachen wieder haben. Dann können wir noch andere Sachen. Ja, ich will auch meinen LKW. Ja, auch du kannst auf die Reifen schießen. Ja, dann ist er ja kaputt. Ja, natürlich. Was willst du denn sonst machen?
durch die Scheibe. Du sagst den Bescheid, wenn du auf das Gelände zukommst, ne? Ja, da musst du den Fahrer halt erschießen. Ich höre ihn auch. Ich höre ihn, aber ich glaube, er sieht mich nicht, weil ich... Also durchs Heckfenster geht ganz gut. Ja, durchs Heckfenster, genau. Wo ist denn der? Hast du nachgeladen, ja. Marco? Ja. Ich merke gerade, dass ich keine Munition drin habe. Ich habe gar kein Magazin. Oh, du hast Gott. So eine SKS? Ja. Du hast doch die ganze Munition da drin, oder nicht? Ja, passt immer nur einen Schuss rein, ne? Nein, 10. Gut. Bei was? SKS? SKS? Bambi mit Zombie am Arsch. Das bin ich. Futterhaus, okay. Na Leute, ich brauche unbedingt gleich was zu essen, ey. Oder Sofahaus, sagst du ja immer, Sofahaus. Oh, Schuss gehört. Das ist der Zombie, komischerweise, der vorher wahrscheinlich von dem anderen Bambi angelockt wurde. Ja, dann denke ich der jetzt, stand da ganz kommst, still. Was hat der denn gemacht? Du musst doch aber jetzt links abbiegen, oder? Ja, nicht? Weiß ich. Ich will den Zombie doch erst loswerden. Na gut. Oh, die Schüsse kommen näher. Ja, ich bin da, wo es gerade abgeht ungefähr. Alter, was ist denn hier? Also nicht ganz, noch ein bisschen entfernt, aber ich glaube näher dran, als ihr seid. Weil der LKW-Fahrer hat erst hier den Bambi rausgelassen, direkt hier vorne. Der ist dann am Strand weiter und der LKW rein. Da hat der Busfahrer die rausgelassen. Die werden wohl zusammengehören. Wir sind immer noch an dem Pförtnerhäuschen, an dem kleinen Pförtnerhäuschen. Zum Pförtnerhäuschen. Gut. An dem Hafengelände mit dem dicken, rostigen Silo da. Entweder habe ich mich gerade hallen gehört bei irgendwen oder ich höre... Ja, ich höre auch Hall. Achso, okay, ich dachte, das redet dicke hier vielleicht Silo. Jemand. Ich sehe hier nur Kran und Container. Da hinten kommt Bambi. Hajo? Hajo, da wo das Eingangsschild auch ungefähr ist. Da... Blech. Ach, die hat... Ja, klar. Das ist aus der Stadt. Jo, ich bin da gerade. Irgendwo da. Jede Menge. Geht's ab. Ja, ich bin jetzt Bushaltestelle, Ortsschild, Elektro. Da läuft Hallo. Das hoffe ich, das heißt. Ja, das bin ich. Also ich komme jetzt auch von Strandseite gleich, Leute. Hallo. Ich komme von Kami ans Pförtnerhäuschen dran. Hier, komm her, deine Waffe. Bin jetzt am Pförtnerhäuschen. Nicht hier auf dem Boden. Stehst du da? Ich bin hinten, ja. Ja, ja gut. Hier bei dir. Nee, da geradeaus, hinten. Weh, jetzt geht der Server down, ne? Mit einem roten Backpack oder so? Oder roten Rucksack? Ja, roter Rucksack. Ja, dann bist du das. Weil ich hab dich nämlich voll im Visier. They call me Mellow Yellow. Jetzt steht er mit dem Rücken zu uns. Hat einer von euch die... Und da steht ein Zombie rum. Ja. Die... Nee, hat keiner. Den LKW. Okay. Ich höre den... Deinen Rucksack haben wir liegen lassen. Ja, hab ich. Was fehlt dir noch? Ja, nix für mich. Ich hab soweit alles. Bitte, seht mich nicht. Dein Helm hab ich nämlich. Nee, ist egal, kannst behalten. Ja. Wer ist denn in diesem anderen Häuschen? Obwohl, das hinter war der Blech, glaube ich. Hinter der Blechhalle? Keiner? Darf ich mal kurz eure Aufmerksamkeit haben? Moment, nee, warte mal. Texturflimmern habe ich da so. Ach so, okay. Komisch. Wenn ich jetzt gleich da reingelaufen komme in das Gelände, ja, ist es das safe, dass ich meine Sachen hole? Auto, warte. Ja, wir sind da alle. Wir sind da. Direkt da, wo wir gestorben sind. Mhm, okay. Kommst ich höre den, LKW Bambi nämlich in auch. Schwarz. Das bin ich, mit Pudelmütze. Kann sein. Da saust der schon wieder. Der hat aber einen Fahrstil, alter Schwede. Oh, der ist doch ganz normal hergefahren. Nee, der ist vorhin schon da drüber gekachelt über diese... Ja, der ist so hart, ist vom Tempo gegangen bei mir dafür, extra für die Kurve. Also... So, hast du da jetzt einen Spieler, Hajo, oder nicht? Ich bin an den Schienen, falls ihr mich meint. Ja, euch wahrscheinlich. Da läuft ein Zombie. Also ich hab's... Wenn ein Zombie läuft, ist immer schlecht. Ja, also ich hab keinen Zombie am Arsch. Am Zaun, direkt hier, wo ich hingucke, wo ich hinziele. Siehst du das? Ich will doch nur leben. Zwischen den rostigen Silos und dem fetten Silo durch, da zwirbelt so ein Zombie rum. Ja, sehe ich. Der sucht ja, doch der irgendwas. Ist ja verbuggt, oder? Den sehe ich auch, aber wo ja, seid ihr Ja, der ist denn? Aber da gerade erst hingelaufen. Wir sind Nein! Pass auf, Hajo, komm auf das Gelände einfach drauf. Ich habe einen Zombie gezogen. Macht euch mal drauf. Renn zu der, zum Pförtnerhäuschen, siehst du das? Wie nicht hierhin? Ja, doch, ich stehe daneben. Beziehungsweise auf der anderen Seite von der Beton. Ja, dann lauf an der Mauer, die zum Sniper-Hill ist, entlang, in Richtung Elektro. Also seid ihr doch an diesem grünen... Leute, macht euch bereit, ich bringe einen Zombie mit. Ich bringe den mit. Ich bin das. Gut, das. Oh Gott, mach den weg, mach den weg. Muss einer erschießen. Mach den weg, mach den weg. Ja, Moment. Das ist wie, als würde ich von der Biene abhauen. Mach den weg. Meine Axt auch noch gar nicht. Hallo, du Affe, kannst du hier nicht einfach... So, alles meins. Da kommt Hajo. Oh, was ist das hier für eine Olive Jacket? Ganz unauffällig. Ja. Oh, danke, Leute. Wenn wir jetzt alle wieder zusammen sind, können wir auch ein Folgenpäuschen machen.
Ja. Ich denke schon. Wir checken mal hier die Lage, wie das, was noch alles so zu retten ist. Aber ich denke, Waffe ist erstmal das Wichtigste, Leute. Ja, alles klar. Puh, dann, war ein bisschen weniger Action, aber wir müssen uns auch mal wieder zurück ins Leben kämpfen, haben wir gemacht. Und nächste Folge geht's wieder ein bisschen bewaffneter los. Ja, alles und dann klar. Seht ihr wieder unseren chaotischen Haufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bam.